habe die Augen aufgemacht und der Himmel war fremd. Und auch die Vögel haben in einer fremden Sprache gesungen. Das ist mein neues Leben. Nach anderthalb Jahren habe ich begonnen, mich daran zu gewöhnen. Meine liebe Caroline, es ist schwer, dir diesen Brief zu schreiben, denn ich weiß nicht, wie ich meine Heimweh und meine Gefühle in so wenig Worten beschreiben kann. Deine verrückten Ideen und deine Humor haben mir immer Mut gemacht. Du kannst nicht vorstellen, wie neidisch ich bin, wenn ich an einem Café vorbeilaufe und dort Leute sehe, die gemeinsam lachen. Es ist wie ein Blick in unsere Vergangenheit. Ich vermisse alles. Die Lärm, den Stau, die alten Steinwege, die Seele der Bäume. Alles in Damaskus kann sprechen. Hier in Magdeburg ist die Natur wie ein Gemälde. Sie ist wunderschön, aber sie spricht in einer fremden Sprache. Ich sitze gerne an einem See in der Nähe von meiner Wohnung. Ich fühle mich hier wohl. Ich höre zu und lerne. Als ich in Deutschland angekommen bin, hatte ich vor allem Angst. Besonders, wenn es an meiner Tür gelenkt hat. Ich wusste, es kommt jemand, den ich nicht kenne und mit dem ich nicht sprechen kann. Aber jetzt habe ich Deutsch gelernt. Die Geräusche, die ich in der Straßenbahn, in den Geschäften, auf der Straße gehört habe, kann ich jetzt verstehen. Ich habe keine Angst mehr, mit anderen zu reden. Deutschland hat sehr viel genommen. Aber es gibt mir auch so viel. Sicherheit, Unabhängigkeit, Stärke. Ich weiß jetzt, ich kann alles schaffen. Ich sehe einen Weg, der mich in eine schöne Zukunft führt. Deine Worte habe ich immer im Kopf. Du bist stark, du kannst alles schaffen, du wirst immer Freunde finden. Liebe Caro, ich warte auf dich. Ich werde einen Tag geben, da werden wir wieder gemeinsam einen Kaffee trinken und zusammen lachen.